beziehungsweise bauen erstmal ein Gehege für ein Dino und dann brüten wir mal welche aus. Jetzt gucke ich gerade mal Wissenschaftszentrum, wobei bevor wir das machen, bauen wir nochmal ein Wissenschaftszentrum hier. Kann ja auch nicht schaden, eins zu haben. Das platzieren wir dann mal an der Stelle hier hin. Und auch hier wieder einmal gucken, ob das vom Weg her passt. Notfalls halt noch ein bisschen glätten. Und das kostet auch nicht so viel. Man verdient in Jurassic World Evolution relativ schnell viel Geld. Natürlich muss man am Anfang vielleicht ein bisschen haushalten, aber in der Regel kommt das Geld dann sehr schnell rein. Gut, auch hier werden wir wahrscheinlich ein neues Umspannwerk brauchen. Wir können natürlich auch ein großes platzieren. Aber in den meisten Fällen, habe ich zumindest festgestellt, reicht mir eigentlich das kleine Umspannwerk vollkommen aus. Und das platzieren wir am besten hier direkt neben dem Gebäude hin. Wir müssen Platz sparen. Auch wenn es so wirkt, der Platz in Jurassic World Evolution ist teilweise sehr, sehr, sehr beschränkt. So, mal gucken, was wir noch brauchen. Wissenschaftszentrum haben wir. Innovationszentrum brauchen wir noch nicht. Also es generiert je nach Unterhaltungsruf zusätzliche Einnahmen. Das können wir machen, wenn die Insel ein bisschen voller ist. Das Sicherheitszentrum könnten wir auch bauen. Also genau, also das Wissenschaftszentrum, das Innovationszentrum und das Sicherheitszentrum generieren halt Einnahmen je nach Ruf. Und da wir bei der Wissenschaft schon ein paar Punkte haben, habe ich jetzt das Wissenschaftszentrum schon einmal gebaut. Wir haben hier die Sachen, die gesperrt sind, was man nur einmal bauen kann beispielsweise. Oder wofür wir noch Forschung brauchen. Weil hier zum Beispiel das nicht verbundene Forschungszentrum kann halt nur einmal pro Insel gebaut werden. Die fortgeschrittene Sturmabwehr benötigt halt eben Forschung. Da müssen wir aber nochmal hin. Wir können uns das so anschauen, wo es ist. Es ist dann hier. Und wir brauchen auf Isla Muerta Ost eine Bewertung von 5 Sternen, damit wir das erforschen können. Ansonsten haben wir halt hier auch schon relativ viel freigeschaltet. So, genau, das Wissenschaftszentrum generiert im Moment noch keine Einnahmen, weil wir den Ruf halt nochmal ein bisschen hochdrücken müssen. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal fertig. Dann würde ich sagen, wir bauen mal ein Gehege. Und das Wichtigste ist natürlich das Hammond Entwicklungslabor. Das heißt, das braucht eine Verbindung zur Straße. Und jetzt gucken wir mal, wo wir am besten wo wir ein bisschen Platz haben. Ich würde sagen, wir bauen das vielleicht hier. Das heißt, wir entfernen erstmal das Wasser. So. Hier wir ein bisschen Luft haben. Dann entfernen wir natürlich auch nochmal die ganzen Bäume, die hier im Weg stehen. Auch kein Mensch erstmal. So, wir brauchen nämlich schöne Baufläche. Und das Bewalden und so, das machen wir dann im Anschluss auch nochmal hier direkt an. Wir wollen ja wissen, wo wir bauen können und wie viel Platz wir dazu haben. Das Geld geht jetzt schon ein bisschen weg, um ehrlich zu sein. Aber naja. So, wir glätten dann hier nochmal ein bisschen, damit wir vernünftig bauen können. Und ihr seht ja auch schon, was dann hier passiert. Also das Terrain wird abgeflacht. Und ermöglicht uns dann halt das Ganze ein bisschen besser zu bauen. Oh, sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus, um ehrlich zu sein. Oh, unsere Station hier. Die Ranger-Station benötigt noch ein wenig Strom. Mich wundert, weil hier steht ja schon ein Umspannwerk. Ja, reicht natürlich nicht ganz, ne? Und vorhin habe ich noch gesagt, nö, man kann auch einfach kleine Umspannwerke bauen. Aber das sollte dann auch erstmal reichen für den Anfang. Und wir setzen dann das Hammond-Entwicklungslabor an diese Stelle hier. Ja, wir können es auch direkt am Weg platzieren, das ist schon okay. So. Ja, und jetzt wird der Weg so ein bisschen uneben. Das heißt, wir glätten nochmal ein bisschen nach. Damit es wieder annehmbar aussieht, damit die Leute auch nicht irgendwie bei so hohen Steigungen irgendwie ins Stolpern geraten. Das wollen wir natürlich auch nicht. So, und das heißt, wir haben jetzt hier immer noch ein Gebäude ohne Strom.
Solche Aufträge gibt's nicht jeden Tag. Schauen Sie ihn sich mal an. Ja, das machen wir. Wir sollen mindestens $15.000 Gewinn durch Gästeanlagen im Park erwirtschaften. Das können wir eigentlich auch mal machen. Das heißt, damit drei Aufträge. Ich bin immer an neuen Wegen in Sachen Dinosaurierpflege interessiert und nicht bloß an Geld. Aber selbst für Blue, nun, ist das Futter nicht billig. Mich wundert ist, warum hat diese Station jetzt hier keinen Strom? Es gibt auch noch andere Skins. Wir haben zum Beispiel 1993er Jeep, den 2018er Jeep, Ranger Team Orange oder das normale Ranger Team. Der 1993er Jeep, den finde ich eigentlich ganz cool. Den nutzen wir jetzt auch. Ich gucke gerade mal, warum wir keinen Strom haben. Wir haben eigentlich hier ungenutzter Strom 6. Aber... Ja, müssen wir ein Upgrade-Modul mal reinpacken. Wir haben auch hier Upgrade-Plätze. Machen wir mal verbesserte Leistung 3. Kosten uns 100.000. Die Ranger-Station braucht 10. Das ist das Problem. Okay, wir haben nicht genug Strom. Das heißt, wir machen nochmal verbesserte Leistung 3. Auch nochmal mit rein. Zack. Und jetzt müsste die Ranger-Station... Ja, jetzt läuft sie. Sehr gut. Hat halt einen relativ hohen Stromverbrauch. So, das hier ist das Hammond-Entwicklungslabor. Ich befürchte fast. Na, wobei... Na, es geht. Wir ziehen mal ein Gehege drum. Wir haben mehrere Zäune. Wir haben zum Beispiel einen leichten Stacheldrahtzaun. Wir haben einen leichten elektrischen Stacheldrahtzaun. Und dann noch Stahlzäune eben auch. Sowohl elektrisch als auch nicht elektrisch. Wir haben Betonmauern. Und genau, das halt eben auch elektrisch und nicht elektrisch. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir fangen mit einem leichten Stacheldrahtzaun, der elektrisch ist, einfach mal an. Und ziehen das Ganze hier jetzt mal rum. Kann auch ruhig ein bisschen größeres Gehege werden. Und so, dass die Besucher, wenn sie reinkommen, auch gleich was sehen können, unter Umständen. So, den ziehen wir dann hier hinten lang rum. So, dann ziehen wir hier jetzt eine Kurve. Kann, wie gesagt, ruhig ein bisschen größer werden. Das stört jetzt eigentlich da keinen. So, und dann schließen wir es hier direkt an. Zack, jetzt haben wir das schon mal. Das ist unser erstes Gehege. Relativ simpel und einfach gebaut. Und wir können dann zum Beispiel hier auch noch ein Tor platzieren, damit unser Ranger-Team entsprechend auch in das Gehege reinfahren kann. Nämlich an der Stelle hier. Gut, jetzt haben wir halt, wie gesagt, schon mal einen Stromengpass. Das heißt, wir sollten vielleicht nochmal ein neues Gebäude bauen für den Strom. Wir haben halt, wie gesagt, ein kleines Kraftwerk, ein mittleres Kraftwerk und das große Kraftwerk ist jetzt schon zu teuer. Das heißt, wir werden jetzt nochmal ein kleines Kraftwerk bauen. Und zwar hier hinten an der Stelle würde ich irgendwo sagen, wie gesagt, ein bisschen Platz sparen bauen. Ich würde sagen, hier packen wir es einfach direkt hin. Und das wird dann mit dem Umspannwerk verbunden. Wir können nämlich auch Kraftwerke isolieren, also Stromkreise isolieren. Das heißt, wir können entweder die gesamte Insel mit mehreren Kraftwerken versorgen oder einzelne Bereiche eben mit einzelnen Kraftwerken. Ich mache es eigentlich immer so, dass ich die gesamte Energieversorgung der Insel über mehrere Kraftwerke laufen lasse. Also ich verbinde das Stromnetz immer komplett miteinander, sodass ich nur ein Stromnetz habe. Gut, wir müssen natürlich noch einen Weg ranpacken. Das machen wir hier an der Stelle mal. Zack. Und dann könnten wir auch gleich den ersten Dino ausbrüten. Irgendwas Kleines, was so ein bisschen Besucher anlockt, würde ich sagen. Und was natürlich nicht so teuer ist. Das Geld fehlt uns jetzt nämlich gerade, um ehrlich zu sein. Wir könnten hier den Chungkingosaurus. Ah, jetzt fehlt uns das Geld dafür auch. Upsala. Oder wir können uns auch. Ja, wir könnten uns einen Dino holen. Dann holen wir uns gleich mal ein paar Fleischfresser ins Haus. Das Genom modifizieren wir jetzt. Haben wir es. Ist es, glaube ich, schon modifiziert, oder? Wobei. Ne. Ist noch nicht modifiziert. So haben wir jetzt nur einen Dino. Das ist halt ziemlich schlecht, um ehrlich zu sein. Müssen wir gucken, ob wir einen Kredit aufnehmen können.
Schlecht. Ich meine, wir haben es ja auch ein bisschen übertrieben. Ich meine, wir können nicht mal eine Expedition losschicken, weil wir einfach keine Orte haben, wo wir noch irgendwas machen können. Ist natürlich auch ziemlich schlecht, um ehrlich zu sein. Weil sonst hätten wir halt irgendwo einfach hinfliegen können und so ein bisschen Fossilien holen können. Und dann wäre das Ganze kein Problem. Aber so. Aber gut, wir kriegen ja hier 100.000 Dollar Belohnung, wenn wir jetzt den Dino ausbrüten, was hoffentlich klappt. Wir haben auch hier Upgrade-Plätze. Wir könnten halt überlegen, ob wir die Erfolgsrate nochmal nach oben drücken. 60.000. Aber im Moment, ja, Lebensfähigkeit 100%, das sollte eigentlich passen. Das sollte eigentlich passen. Hoffen wir, dass es klappt. Weil wir brauchen auch im Gehege selber Futterstationen. Ja, weil die kosten uns nämlich auch ganz schön Geld. Also mindestens 225.000. Beziehungsweise 180.000. Und die Besucher sollen natürlich die Dinos auch sehen. Und das wird holprig jetzt gleich. Was wir uns aber anschauen sollten, können wir uns auch alles nicht mehr leisten. Wir können uns nicht mal mehr irgendwelche Gebäude für Gäste leisten. Also irgendwie Souvenirladen oder irgendwas. Schade. Dann müssen wir alles auf unseren einen Dailo setzen. Und hoffen, dass dann jede Menge Besucher hier reinströmen. Während unser Geld sinkt und sinkt und sinkt. Aber der erste Dailo ist gleich fertig. Unsere gesamte Hoffnung sitzt in diesem einen Dino. Lassen wir ihn einfach frei. Vielen Dank. Hallo. Du bist die letzte Hoffnung der Menschheit. Also, naja, eigentlich meines Portemonnaies. Ja. Naja, ich weiß. Kriegst bald Freunde. Gut, wir haben hier fehlenden Wald, das heißt, er braucht noch ein bisschen Wald. Und entsprechend werden wir ihm jetzt ein bisschen Wald geben. Landschaftsgestaltung, hier Wald. Können wir einfach ein bisschen was hier rein platzieren. Und jetzt gucken wir mal, reicht ihm das schon? Ja, reicht ihm. So viel braucht er gar nicht. Sehr gut. Und jetzt müssten eigentlich auch bald die ersten Gäste kommen. Denn wir haben ja immerhin einen Dino. Hallo? Bitte bringt Geld mit.